Wir wollten kein Prolog schaffen für das kommende Humboldt-Forum, sondern es ging vor allen Dingen darum, die Bestände der Nationalgalerie, diese zu erforschen, wie weit sie uns über diesen eurozentrischen Blick, zugegebenerweise auch einen nordamerikanischen Blick, aber weiter in die Welt führen kann. Und das reflektiert natürlich, wie sich Welt verändert hat. Aber wir erleben auch ganz aktuell, dass die Grenzen, die wir längst glaubten, überwunden zu haben, gerade wieder über neue Grenzen aufgebaut werden. Was uns begeistert hat, ist, was es an anderen Sammlungseinrichtungen der staatlichen Museen an zeitgenössischer Kunst gibt, dem Asiatischen Museum, dem Ethnologischen Museum, die ja hier unsere Bestände ungemein bereichert haben im Zeitgenössischen. Und das hat uns schon sehr überrascht und das ist ganz, ganz toll, dass es das hier vor Ort in Berlin gibt.
Also ich gebe gerne zu, dass das natürlich ein sehr großes und komplexes Unternehmen war, Hello World über anderthalb Jahre vorzubereiten. Aber das Schöne ist, dass man jederzeit an jedem Ort über die 10.000 Quadratmeter einsteigen kann. Sicherlich eine unglaubliche visuelle Attraktivität auch die Werke haben. Und es ist immer damit auch die Hoffnung verbunden, kommt wieder und schaut euch auch alles andere an, was ihr vielleicht beim ersten Besuch nicht gesehen habt.